Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier auf dem Kanal. Wir sind in TS Classic unterwegs und wir schauen uns das neueste Add-on für den TS Classic an. Und zwar ist die Pegnitzalbahn von Nürnberg nach Bayreuth. Wir haben hier ein Szenario, was mit dem ganzen Add-on mit dazukommt. Es gibt da mehr dazu gleich später. Wir werden mal unsere Triebwagen hier aufrüsten. Und dann geht's dann auch schon los. Okay. Steuerung ein. Wir machen die Türen auf. Das Interface hier machen wir mal kleiner. Beim Schlüssel einmal umdrehen. Schauen, dass mein Controller hier funktioniert. Das schaut sehr gut aus. Das auch. Und dann stellen wir noch das Licht ein. Und dann wären wir soweit abfahrbereit. Ja, wir sind jetzt gerade hier in Nürnberg. Nürnberg. Recht großer Bahnhof hier. Und ich muss auch sagen, soweit auch das Hauptgebäude schön gestaltet. Und ich sag schon mal, die Bewertungen für das Add-on sind Stand von meiner Aufnahme ja, durchwachsen. Wir werden sie uns dann später mal angucken. Wir werden dann auch selber uns ein Bild machen. Ja, wir sind hier mit der 612er unterwegs. Und haben da Mehrfachtraktion. Sind ein bisschen lang unterwegs. Bis dann hier hinten. So. Talent kommt auch mit dazu. Ich habe mal überlegt, ob ich nicht die Version von RSSLO nehme mit dem Soundmod. Aber zur Vorstellung des Add-ons fahren wir jetzt erstmal mit dem Originalzeugs. Es war schon eine Kritik, dass hier der Sound von der 612 nicht der geilste ist. Kann ich nicht bewerten. Ich meine, der Sound klingt nicht wirklich geil. Aber in der Realität soll die halt wohl ganz anders klingen. Oder relativ anders. Müsst ihr bewerten. Die, was den Triebwagen hier kennen. Schauen wir uns mal ganz kurz die Map an. Jetzt, da ist ein bisschen was los hier. Und das ist die ganze Strecke hier. Alles Diesel. Bis hier Bayreuth. Mit den obligatorischen Portalen und Schlüsseln. Ja, bin mal gespannt. Parallel dazu werde ich mir schon mal die Detailseiten aufmachen von Steam. Weil ich euch da ein bisschen was vorlesen während der Fahrt. Ich hoffe, das klappt. Kleiner Tipp für alle, die was den Raildriver nutzen. Wenn ihr den Raildriver mit dem hier nutzt, dann müsst ihr die Steuerung fürs Licht ausmachen. Weil der Raildriver kommt mit den mehreren Positionen hier überhaupt gar nicht klar. Das müsst ihr also händisch machen. Ansonsten, der Rest funktioniert weitestgehend. So, SIFA, PCB bleibt erstmal aus, weil ich will mich ein bisschen umsehen, ein bisschen Panoramaschutz machen. Aber das soll ja den Fahrspaß jetzt nicht trüben. Ansonsten Führerstand, also Abfahrt, wir schauen uns das gleich nochmal an. Ja, dann gehen wir mal hier in Leistung. Warum machst du mir keine Leistung? Jetzt. Bremsen gelöst. Nächster Halt, Neuhaus, Plattform 2 in 50 Kilometer. Ankunft 10.06 Uhr. Plus minus eine Stunde sind wir jetzt heute hier unterwegs. Und das Spektakel einmal von außen an. Ja, genau im falschen Moment die Kamera angehalten. Fahrt ihr echt in so einem Konvoi auch so rum? Sind gerade ein bisschen viel Triebwagen da hintereinander. Also, zum Widerstand. Ich muss sagen, da die Oberflächen sind halt nicht schön gemacht.
da erwarte ich mir mehr im Jahr 2023. Wie dass man hier nach hinten schauen kann, auch da die Oberflächen. Es ist nicht schön, finde ich. Da habe ich schon wesentlich Besseres gesehen. Die Details sind eigentlich okay. Ich meine, das Ganze ist halt von Dovetail Games. Entsprechend ist die Qualität auch eine andere. Also steigt es von der Erwartungshaltung erstmal ein bisschen weiter unten ein. Ansonsten fällt man hoch. So. Weniger Leistung. Neigetechnik müsste an sein. Ja. Ich meine, den Triebwagen haben sie in Trainsim World wesentlich besser umgesetzt als wie hier in TS Classic. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert, dass hier der Triebwagen nicht so gut umgesetzt worden ist. Ich meine, die Ressourcen hätten sie ja. Kann ich da die Beleuchtung ausmachen? Ja, sehr gut. Wir brauchen da keine Instrumentenbeleuchtung. Okay, dann gehen wir mal in die Panoramacam. Oh, warum bist du jetzt auf Decrease gegangen? Wir dann langsam mal ein bisschen Schmackes geben. Innenansicht hat es natürlich auch. Das akustische Soundmodell von hier drin merkwürdig. Als wären hier ein Fenster offen. Aber gut. So, 100. Leistung. Also ich muss sagen, bis jetzt, so von der Umgebung und von den Details her, ist es eigentlich okay. Habe ich jetzt noch nichts auszusetzen. Weil ich in den Bewertungen schon gesehen habe, dass wohl manche markante Sachen fehlerhaft sind oder falsch. Es gibt auch eine Brücke, die irgendwie nicht so geil ist. Das wäre Bayreuth. Mal schauen, ob ich das dann in den Kommentaren noch finde. Es ist dann schon kommen, dass dann der Community-Patch kommt, damit die Gleise hier ausgetauscht werden. Naja, aber neigen tut er sich. Sehr gut. Mein Kollege. Ja, 140 Maximum Schmackes. Ja. Ja, Gas ist irgendwie nicht so geil zu bedienen mit dem RB Enhancer. So, dann lese ich mal vor, was Dovetail Games über die Strecke sagt. Die malerische Landschaft der Bayerns am Walesee legen sie sich in idyllische, nicht elektrifizierte Kurven und fahren sie über die üppigen bewaldeten Hügel Deutschlands mit unserer nächsten Strecke für Trainsim Classic, die Pegnitztalbahn. Die Pegnitztalbahn ist eine Fern- und Nahverkehrsstrecke durch die Landschaft der Bayerns in Deutschland, verbindet den Süden des Landes mit dem tschechischen Gebiet. Das ist eine der Strecken in Deutschland, die noch nicht elektrifiziert wurden, was bedeutet, dass der gesamte Verkehr mit Dieselfahrzeugen stattfindet. Wo wäre es gedacht? Mal kurz weniger. Zu viel. Machen wir mal der Einstellung.
Bei den kurvreichen Chemnitzer Schienen in Trainsim World kommend macht die DB BR 612 nun einen auffälligen Auftritt in Trainsim Classic. Die BR 612 verfügt über das Franken-Sachsen-Express-Markenzeichen, da die Pecknitzer Bahn einen weiteren Abschnitt desselben Magistrale versorgt. Sie nimmt die gewonnene Strecke mit Leichtigkeit und legt sich für einen verbesserten Fahrgastkomfort in die Kurven. Das Dieselarbeitstier BR 648 ergänzt den Regionalverkehr. Die 648 neigt sich nicht, aber der Niederflurboden macht sie leicht zugänglich für die entlegenen bayerischen Dörfer. Ein weiterer Teil der Besetzung ist der Neigungswege BR 605 oder ICETD. Der fährt zwar nicht mehr Passagierzugdienst, aber Einheit wird in Advanced, also wurde in das Advanced Train Network DB umgebaut. Eine mobile Testplattform für neue Technologien. Kann man hier auffahren. Gibt genau ein Szenario und da fährst in aller Früh bei schlechtem Wetter. In Trainsim Classic ist die Pecknitzer Bahn mit dem 93 km langen Abschnitt zwischen Nürnberg und Bayreuth und 17 Bahnhöfen auf der Strecke nachgebildet. Stellen Sie sich der herausfordernden Neigung und den einzigartigen Steuerung der 612er sowie anderen Dieselfahrzeugen in verschiedenen herausfordernden Szenarien. Ja, Stichwort Szenarien. Wir haben insgesamt 7 Szenarien, dann gibt es noch 3x Railfan. Für alle, die halt den Railfan-Modus nutzen wollen. Ich glaube, ich habe das genau 2-3 Mal gemacht, dann wird es langweilig. Und kommen wir mal auf die Hauptmerkmale, was sie sagen. Also 93 Kilometer, 19 authentische Bahnhöfe, die 612er, die 648, der 605, 442 Talent 2 ist mit dabei. Kompatibel zum schnellen Spiel und 1,1 GB groß für 33,50. Plus natürlich dann die ganzen Szenarien und sonstigen Patches, die was dann über die Community kommen, beziehungsweise in der Steam Workshop. So, durch das ganze Lesen habe ich jetzt ein bisschen was von der Szenerie verpasst. Aber das, was ich so gesehen habe, sieht nach wie vor gut aus. Ich meine, ja, ist jetzt Standardqualität, würde ich jetzt mal sagen. Ich frage mich, ob es dann auch eventuell die alten Semaphor-Signale noch irgendwo hat. Ich würde es der Strecke zutrauen. Aber das wäre eigentlich eine ideale Strecke gewesen für ein ICETD. Schade, dass sich der nicht durchgesetzt hat. Super moderner Triebwagen und dann fährt man nicht damit. Oder nicht mehr. So, lassen wir mal rollen, wenn da vorne 130 kommt. Eigentlich merkt man als Lokführer nicht sehr viel. Ja, die Kamera ein bisschen von links nach rechts geht. Aber ich freue mich dann schon auf eure Kommentare. Vor allem von den Leuten, die die Strecke kennen. Ich will dann sagen, wie authentisch das ist. Also rein generell die Strecke. Aber ich sehe da schon schöne Szenarien kommen. Es ist schon kommen. Schwere Güterzüge mit Lord Miller und Co. Okay, ab auf die 140 wieder. Ist das eigentlich das höchste aller Dinge auf der Strecke oder gibt es dann nochmal 160? Oh,
Okay, wieder rein. Nächster Bahnhof, Neunkirchen am Sand. Okay. Oh, das war jetzt ein interessanter Schlenker. Ach, Spiel, sei mal nicht so. Das waren doch nur so 2-3 km/h. Wenn wir das ultra genaue abmessen hier. So ähnlich schlimm wie ein Simrail. Ab 4. km/h kriegst du Minuspunkte. Aber jetzt ist ein kleiner Tipp: Wer mit Tempomat in Simrail fährt und mal ein bisschen Zeit reinfahren möchte. Mal angenommen, ihr dürft jetzt 160 fahren, dann stellt den Tempomaten auf 164. Und bei dem steht 163 und geht aber nicht auf 164. Und wenn er drunter geht, dann geht man quasi eine Stufe höher. Und dann ist er genau nur so am Limit. Aber wenn man es dann auf 165 einstellt, dann fährt er definitiv dann so schnell. Dann geht er auf die 4 und da gibt es Minuspunkte. Ist nur so als kleiner Tipp nebenbei. Weil das Personenzug eh nicht sehr viel bringt, um mit Verfrühung zu fahren. Weil spätestens beim PH muss man dann ja eh warten. Gehen wir mal in den Fahrgastraum. Ah, mehrere Ansichten. Ja, einmal nach links und rechts. Kann aber nicht umschalten, so wie es aussieht. Nein. Der einzige Raum hier. Ich frage mich gerade, wie es kommt, dass man so eine große zweigleisige Strecke bis jetzt noch nicht elektrifiziert hat. Oh, davon kommt irgendwann 110. Und wir gehen auch nochmal eine Ankündigung kriegen dafür. Da. So, Breaking. Komm schon. Möchtest du bitte langsamer werden? Ja, da sind wir jetzt einen ganz kleinen Tick zu schnell. Nein, ja, das hat ja auch keiner gesehen. Also für Dampflok-Sonderfahrten wäre das die ideale Strecke. Dann hat man auch keine Oberleitung in den Fotos drin. Das ist ein interessantes Gleisgeräusch. Das mag ich aber irgendwie. Das hat was, das Klackern. So, ich mag es. So, währenddessen werde ich mal mit Infos über die Packnitz-Talbahn aussuchen. Bahnstrecke Nürnberg-Cheb. Abfahrt in Bayern und Tschechien. Sie führt von Nürnberg über Lauf an der Packnitz, Hersbruck-Packnitz, Kirchenlaibach. Oh, ich bin zu schnell. Mega Leistung.
Wie gesagt, ich bin Multitasker, geht's ja gar nicht. Moinsen. Sei das ein langer Kollege hier. Oh, da hätten wir jetzt aber ein bisschen mehr Deko machen können. Es sieht jetzt nicht schön aus, da bei dem Bauen dann. So, ein bisschen Leistung rein. Ich bräuchte ein Tempomat. Also die ganze Strecke von Nürnberg nach Jet wären 151 Kilometer. Also darf ich gerne selbst machen, aber dann schon die letzten 50 Kilometer noch machen können. Weil das jetzt so kurz ist. Höchstgeschwindigkeit 140 und Höchstgeschwindigkeit mit Neigetechnik sind 160. Da dürfte man ja eigentlich Gas geben dürfen. Okay. Okay, ich bin jetzt gerade beim Punkt Zukunft zu der Pegnitzer-Bahn und da steht Folgendes. Nach dem Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Tschechien vom Ende der 1990er Jahre soll die Strecke ausgebaut und elektrifiziert werden. Der Ausbau soll bis 2030 erfolgen. Okay, habt ihr mal schon echt lange Zeit lassen diesbezüglich. 2014 wurde eine Interessensgemeinschaft bestehend aus Lokalpolitikern aus Oberfranken, Sachsen und Tschechien gegründet, die die Modernisierung der Strecke vorantreiben soll. Im Zuge der Bahnausbaus Nordostbayern ist mittelfristig eine Elektrifizierung der Strecke sowie eventuell auch eine Eingliederung in das S-Bahn Nürnberg, also in die S-Bahn Nürnberg geplant. Beispielsweise sind hierbei die vielen Tunnel und Brücken in enger Abfolge, deren Lichtraumprofil den Einbau einer Oberleitung bei auch künftig zeitgleichem Betrieb nicht zulässt. Das ist schlecht. Ein bisschen weniger Leistung. Um das Problem zu lösen, hat die DB zwei Varianten vorgelegt. Dazu zählt auch der Vorschlag, einen als Hartensteintunnel bezeichnet 5,5 Kilometer langen Tunnel zu bauen, der einen Tunnel- und brückenreichen Abschnitt im Pegnitztal umgeht. Darüber hinaus gibt es einen weiteren Vorschlag von dritter Seite. Im März 2021 fiel eine Vorentscheidung zur Aufweitung der 7 Tunnel. Okay. Oha. Und die Deutsche Bahn plant im Pegnitztal 23 denkmalgeschützte Brücken durch Neubauten zu ersetzen, weil die bisher stehenden Fachwerkunterbauten das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Die Neubauten sind zum besseren Einfügen in die Landschaft als Stahlverbundbrücken mit zurückgesetzten Brückenwiderlagen geplant. Die Kosten werden mit 100 Millionen Euro veranschlagt. Und das dürfen die machen, obwohl es denkmalgeschützt ist? Okay. Ja, bin ich mal gespannt mit der Elektrifizierung. 2030, jetzt haben wir 23. Wünsche ich der DB ganz viel Glück dabei. Vor allem, wenn dann die Brücken und Tunnel da ausgeweitet werden müssen. Aber es ist eine schöne Gegend, muss ich schon sagen. Generell Bayern, schöne Region. Also rollen tut das Ding halt echt gut. Oder haben wir gerade so eine Brücke? Ja, wobei, die schaut jetzt nicht sehr besonders aus. Nächster Bahnhof, Fora. Fora? Fora. Wird schon passen. Sah jetzt auch normal aus. Du vielleicht anders? Nö, nicht wirklich. Okay, wir gehen mal zurück zu Steam. Da werden wir mal die Bewertungen mal ganz kurz anschauen. So, da haben wir es. Bewertungen. Die kommt mal her. Fangen wir mal
mit einer der hilfreichsten Bewertungen an. Also 10 Personen fanden die Session hilfreich. Und zwar ist es vom DevBoy95 und ich lese euch mal vor, was er so sagt. Also erstens, der Sound von der 648 und der 612 stimmen ja absolut nicht. Das sieht einfach nur ekelhaft an. Bin von Nürnberg Neuhaus gefahren, was auch täglich in Real meine Strecke ist. Schaut einfach alles total katastrophal aus. Allein auch die ganze Gegend bis Neuhaus wirkt einfach total hässlich und ohne Liebe gemacht. Ständig auch irgendwie dieselben Gebäude und ja, naja. Gut, das mit den Wiederholen der Assets, das ist irgendwo auch verständlich, wenn es nicht zu viel ist. Ich habe jetzt tatsächlich nicht so auf die Gebäude geachtet. Aber was Detailreichtum betrifft, ja, ich nenne es mal zweckmäßig, aber es sieht jetzt nicht allzu schlecht aus. Aber ist natürlich Geschmackssache. Okay, es geht weiter. Er hofft, er bringt die Strecke für den Trails of World raus, weil es da mit der 612er viel geiler ist zum Fahren. Und da vorne ist 100. Das ist einer dieser Tunnel. Und er hofft, dass man dann hier noch ein Patch reinkriegt, beziehungsweise ein Sound-Update für die 612er hier drin. Also es kommt garantiert von der Community. So, fangen wir mit dem zweiten an. Das ist der Jennard. Ich bleib's jetzt nicht runter, ist ja jetzt eh egal. Schnelles Spiel von Neuhaus nach Nürnberg geht nicht. Hockt man im anderen Zug und kommt der 612 entgegen, dann soll es sehr laut brummen. Habe ich noch nicht getestet. Kann sein. Die BA 648 hat einige Fehler, beispielsweise das Spitzensignal leuchtet oben nicht. Die unteren beiden sind auch falsch. Okay. Müssen wir mal damit testen. Ansonsten einfach Wagenpark austauschen. Wenn man von Nürnberg nach Neuhaus auf Gleis 9 entfährt, ist der 500 Magnet nicht wirksam. Also 500 Hertz Magnet. Da hat jemand wirklich genau hingeschaut, was Tests betrifft. Auch er sagt, dass oft die gleichen Häuser verbaut sind. Oh, nette Gegend hier. Und der größte Punkt, den er hier anbringt, ist, der wohl gravierendste Punkt ist wohl, eine Strecke zu verkaufen, auf der ein GNT-System verbaut sein müsste, es aber nicht ist. Wie kann man für ein Spiel eine Strecke erbauen, auf der alle 30 Minuten in echt ein 612er-Pack herumfährt, aber kein funktionierendes GNT-System hat? Ist ja schön und gut, dass das Teil sich ein bisschen mitbewegt in den Kurven, aber warum baue ich dann so eine Strecke für den TS? Genauso eine Strecke bietet sich doch der Jersey World deutlich mehr an. Es gibt ein GNT-System 612, der funktioniert, diverse Diesel-Loks. In Zukunft irgendwann die 232 von TSG. Man bräuchte also beispielsweise nur ein 648 für die RB. Aber nein, auf die Gelbs verwendet lieber das gleiche schlechte 648er wie beim Norddeutschland DLC. Ah ja. So, ich bin viel zu schnell. Also Punkte sammle ich da erstmal gar nicht. Und wieder 100. Ja, ich denke mir, wir werden nochmal die Strecke mit einer anderen Lok dann mal fahren. Mit einem eigenen Szenario, beziehungsweise ein Szenario von waysim.de. Das ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis das kommt. Ich finde den Lichtflare ein bisschen krass. Nächster Tunnel. Ah, die haben dann aber einiges zu tun, wenn die da den ganzen Tunnel hier erweitern müssen. Boah, mal ein bisschen Cinematic hier. 2,7 Kilometer ist anhalten. Jetzt sind wir schon so weit gefahren. Schmackes. Also mit dem Raydriver ist es echt ein bisschen uncool. Ja,
Aufnahme, wir sind fast in der Zeit. Könnte eigentlich schlimmer sein bei mir. Muss ich mal wirklich mal ein bisschen auf die Gebäude achten. Bezüglich der Wiederholung. Sehr. Nächster Halt, Neuhaus. Ausstieg vermutlich in Fahrtrichtung rechts. Aber auch nichts. Beides ist möglich. Nachdem ich es jetzt zum ersten Mal fahre, weiß ich gerade nicht, wo wir hier ankommen. So, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Cool. Ja, dann ziehen wir einmal ganz nach vorne. Und schauen wir uns den Bahnhof ein bisschen an. Sieht so aus, als wäre da vor geraumer Zeit mal erneuert worden. Passen wir überhaupt auf den Bahnsteig rauf? Gerade noch so. Tür auf. Hören wir uns das mal an. Okay. Ja, also länger dürfen wir wirklich nicht sein. Warum hast du Halt? Da war doch ewig nichts. Oder kommt danach wieder was rein? Naja, was soll's. Et Funst? Videoreisezentrum. Was ist denn ein Videoreisezentrum? Okay. Kann man das hier lesen? Nö. Aber halt auch wieder wiederholende Assets. Die Autos schauen einfach so scheiße aus dem TS Classic. Aber Gott sei Dank sind die jetzt nicht so wichtig. Sehe ich da irgendwo Häuser, die sich wiederholen? Ah, da hinten, glaube ich. So, Abfahrt. Becknitz, Plattform 1. Jetzt erstmal mit maximal 90 hier weiter. Ich denke, wenn du halt eine Mega-Grafik gebracht haben willst, dann musst du Simrail fahren oder Transient World spielen. Ein paar mehr Details. Wobei, gerade Simrail hat auch so seine Grafikmomente, wenn man abseits der Schiene schaut. Das sieht im Allgemeinen gut aus. Also mir ist wichtig, dass hier die Umgebung soweit okay aussieht. Und das, was man vielleicht mit der Distanz sieht, aber es muss dann nicht komplett ausdetailliert sein. Gerade nicht bei TS Classic. Solange die da nicht an der Performance was gemacht haben. Sonst macht ja der Simulator einfach in die Hose, wenn da zu viele Sachen rumstehen. Ja, reicht das so? Ja, dann halt wieder rollen lassen. Oh, ich würde so gerne mal Full Speed hier fahren. Wieder 1146 Punkte. Ja, läuft bei mir. Da kriege ich dann wohl kein Szenario completed.
Simon, werde ich dann definitiv noch mal ein paar Sachen für mich basteln. Ich habe gesehen, man kann sich für Singleplayer Szenarien selber zusammenbasteln und entsprechende Konvois zusammenstellen. Ich glaube, da werde ich mir mal manuell einen schweren Güterzug machen. Du kannst dann auch Wetter mit anpassen, Sturm. Es läuft halt alles über Textfiles, aber es geht. Eventuell kommt da noch mal ein grafischer Editor für das Ganze. Also beziehungsweise, ja, kommt da. Ist ja schon im Menü angezeigt. Aber wenn man so jetzt erstmal ein bisschen rumspielen kann im Singleplayer. Einziger Nachteil, den ich dann dabei sehe, ist, man ist dann halt allein unterwegs und hat keinen Multiplayer. Aber das wäre zumindest mal Vorgeschmack von dem, was da kommen könnte, wenn man sich seinen eigenen Zug zusammenstellen darf. Was ist das? Ach so, das sind so Bauzeugs. Warum haben die hier kein Button eingebaut mit Geschwindigkeit halten oder sowas? Das wäre so praktisch. Aber die Punkte sind mir jetzt egal. Ich meine, das soll sich beschweren wegen dem 1 km/h da. Und nachdem ich das Spielprofil eh immer wieder mal zurücksetze, ist eh egal. Ja, sieht schon schön aus. Naja, aber bei den ganzen Bewertungen gibt es natürlich durchaus auch positive Bewertungen. Also die sagen, dass die Landschaft so grundsätzlich okay ist. Es wird aber auch bei den positiven gesagt, dass eben die 612er und Sound her schlecht ist. Dass die Fahrphysik so ein bisschen durchschnittlich ist. Also das Rollmaterial ist ja zum Wegschmeißen erstmal, außer es kommt ein Patch. Aber die Strecke an sich ist okay. Sagen die meisten da so im Durchschnitt. Manche feiern die 612er voll ab, obwohl es, oder gibt es nicht die 612 oder 648? Ja, hast ja noch von RSSLO. Und die ist ja da wesentlich besser. Mit Community Patch. So, muss man dazu sagen. So, wie weit haben sie die Waldregion hier gemacht? Ja, man sieht es nicht. Aber mit 8. Okay, doch. Haben sie ausgebaut. Ja, ist schon schön. Kann man nicht sagen. Was kommt denn da vorne? Schauen wir mal. Nächste Dörflein. Mit einer kleinen Industrie. Ich meine, auch das ist halt wiederholend, ne? Ich glaube, das ist ein Asset-Pack, so wie es aussieht. Ja, das sind keine einzelnen, das ist ein Objekt, so wie es. Das sieht einfach viel zu identisch aus. Auch da die Sachen. Ich meine, das sind halt Details. Wäre da jetzt ein Premium-Strecke irgendwo hättest, dann müsstest du das nicht so krass sehen. Aber ja, so hast du ein bisschen Leben da auf der Strecke. Also, für mich wäre es okay. Aber da kann man auch mit dem Preis ein bisschen runtergehen. Finde ich. Und weg ist sie. Wieder rein in die Lok. Was sagt denn generell der Fahrplan? Oh. Dann müssen wir ein paar Sachen da lassen. Interessant. Also dann alles da, bis auf unseren, was ist du für die Nummer 6 ein, oder irgendwas mit 540 dann noch, oder so ähnlich, 54, das sieht so schlecht, das ist 10,
her, so wie es aussieht. Werden wir hier alles da lassen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Hey, Moment. Eins, zwei, drei. Jetzt geht es aber nicht so aus. Eins, zwei, drei, vier. Einer, zwei, drei. Jetzt hier der vierte. Ich werde es mal hier lösen. Mal schauen. Ansonsten muss ich mal den Identifier anzeigen lassen, damit ich sehe, was hier was ist. Da, ja, ein bisschen mehr Schmackes drauf sein. Bei der Bahnbetrieb in Zukunft spaßig sein, wenn hier die ganze Großbaustelle hier losgeht auf der Strecke. Aber 2030, glaube ich, das schaffen die nicht. Aber wenn ich mal so die anderen Bahnprojekte anschaue von der DB, wie lange die so brauchen, und das ist ja noch verhältnismäßig ein einfaches Projekt, würde ich sagen. Ja. Schauen wir mal 2040 nochmal vorbei. So, Pecknitz. So, jetzt einfach mal den Halt nicht verkacken. So, da. Da wären wir da. Mensch, da ist aber ein Teil vom Bahnsteig schon länger nicht mehr genutzt worden. So, komm, ein paar Meter noch. Dann sollte man drin sein. So, jetzt ist aber gut. Ja, mal Türen auf. Ja, da hat es ein bisschen Platz hier. Generell Pecknitz, was läuft hier so? Industrie. Dorf ist da hinten. Sportplatz. Ich glaube, das soll ein Schwimmbad sein. Nochmal Sportplatz. Schule vielleicht. Aldi? Sieht so ein bisschen nach Aldi aus. Sieht man das vielleicht? Oder Netto? oder ansonsten. Ja. Überschaubar. Warum hast du da so eine Rampe? Postzentrum oder Einkaufszentrum? Nee, ist kein Einkaufszentrum. Wird schon für irgendwas gut sein. Okay, Aufgabe. Pecknitz-Plattform 1, ja doch. Mein Kollege. Fährt eventuell wenn in die Gegenrichtung zurück. Was tut er so? Was gefällt dir nicht? Bis die Couple our train from the rear two units bound for Hofbahnhof in Dempel. For Hofbahnhof in Dempel sieht Auto to our next stop at Schnabelwald. Da haben wir mal Bremse rein.
Hallo? Wo bin ich denn nicht? Ach, muss ich das jetzt händisch machen? Was ist denn das? So. Hallo? Ich krieg das Menü gar nicht dafür. Hallo? Hallo? Bin ich jetzt doof? Bin ich jetzt... Nö. Ja, geil. Krieg ich jetzt gerade nicht gelöst. Cool, Vorführeffekt. Leute, gebt mal ganz kurz einen kleinen Cut und schauen mal nach der schnellen Lösung. Beziehungsweise ich tue mal kurz speichern und lade nochmal neu. Vielleicht ist er dann happy. Also, bis gleich. Okay, da wären wir wieder da und ich habe es jetzt geschafft, endlich hier diesen Wagen zu entkuppeln. Ich habe das Spiel schon nochmal geladen und einmal draufgekämmert und irgendwann hat er es dann auf einmal gemacht. Gut, dann können wir hier mal abfahren. Beziehungsweise, mich mal ganz kurz was ansehen. So, wir müssen lösen. Und dann gib mal Gas. Ziemlich unspektakulär. Okay. Was ist bei dir die... Ah, scheiße. Ich wollte gerade schauen, ob sich da hinten die Anzeige geändert hat. Und... Nö, ist noch die gleiche. Moment mal. Von da hinten kam jetzt gerade was. Warte mal weiter. Oh, da hast du die Lichter falsch gehabt. Ich will mir das mal geben. Aha. Okay. Alles klar. Läuft bei dem Triebwagen. So, Gas geben. Also mein Fazit so bis jetzt... Triebwagen finde ich jetzt durchschnittlich bis eher schlecht. Die Landschaft so an sich von der Streckengestaltung ist gut. Ich glaube, da kann man dann auch ganz gut Szenarien basteln. Preis finde ich jetzt ein bisschen zu viel. Also hätte ich dann eher so bei 20 Franken bzw. Euro gesehen. Dann ist okay. Aber wir haben von Dafter Games auch schon wesentlich schlechteres gesehen. Das würde ich mal sagen, ist noch der Durchschnitt. Okay, ein bisschen Leistung verlieren. Schade, jetzt sind wir noch so kurz. Keine Tiere bis jetzt gesehen, so Kühe oder sowas, die irgendwie im Feld rumstehen würden. Ach komm schon, Spiel. So, jetzt war da eh wieder 120. Dann gehen wir auf 40%. Ja, doch. Ich sehe da irgendwie eine Dampfsonderfahrt hier auf der Strecke. Ich habe schöne Screenshots. Aber auch gerne eure Meinung dann in den... jetzt wollte ich schon Live-Chat. In den Kommentaren runter. Was ihr denn so hält von der Strecke und ob ihr euch das holen werdet. Und was ihr dann gegebenenfalls damit anstellen werdet. Steuerung bin ich nicht so ein Fan. Was haben wir der Tastatur nicht so geil? Also momentan mache ich es über die Tastatur. Was ein bisschen besser geht, als mit dem Rail Driver. Wäre natürlich viel geiler, wenn man hier so ein Pult hätte, ob man das physisch entsprechend machen kann. Man gäbe es ja auch, aber die
kannst du ja einfach nicht zahlen. Das wäre mal wirklich was als Eigenbauprojekt. Ein bisschen mit 3D-Drucken und so. Und dann so Controller einzeln kaufen und sich dann mit einem USB-Controller zusammenbasteln. Weil ich mal ganz viel Freizeit habe. Und den Nerv dazu. Vielleicht mache ich das mal irgendwann mal. Wird definitiv weniger als 5000 kosten. Ein bisschen Angst hätte ich dann von der elektronischen Seite, dass man die ganze Controller irgendwie zusammenbringt. Ich habe es mal gesehen, es gibt irgendwie so ein Universal-USB-Controller-Interface 80. Wo man dann die verschiedenen Sachen zusammenhängen kann. Das soll gar nicht mal so schwer sein. Obwohl das dann ganz als Controller am PC erkennt wird. Warum 80? So. Was stellt der FTL mit uns an? Ach so, Moment. Wir müssen ja hier halten. Das fahren wir jetzt hier nach rechts. Jo, deswegen. Ne, doch nicht. Ey, so Gott, ich muss gar nicht so aussehen, als müsste nach rechts gehen. Dann geht's also nach links. Kreativ. 2. Bahnsteig ist nicht mehr. Okay. Das haben sie hier aber auch mal umgebaut, so wie es aussieht. Bahnsteig an den Bahnsteig ranklatscht. Das schauen wir uns gleich nochmal an. So, bei Kamera. Nee, das ist Kabelgedöns. Aber dabei der eigentliche Bahnsteig kommt. Hä, warum hat man denn das gemacht? Und ein bisschen blöd, wenn man den hier aufgelassen hätte. Wollte man Geld sparen, dass man keine Brücke baut oder Unterführung. So wie die Gleise drüber ist halt auch doof. Aber ja, das wäre der eigentliche Bahnsteig da. Was haben wir denn hier in der Gegend? Minidorf. Minidorf. Und da ganz viel nix. Okay. Cool. Ist das denn echt außer mit der Schriftart so drauf? Oh, und dann das Gebäude darf man irgendwie nicht mehr ran. Schade. Na gut, wir fahren mal wieder. Nächster Halt, Kreuzen, Plattform 2. So. Da geht die Strecke woanders hin. Alles klar. Und jetzt ist eingleisig angesagt, so wie es aussieht. Ja, schön noch nachdetailliert da oben. Dann wird das Ganze jetzt hier mal easy going hier. So, decrease power please. Ich
Gehen wir schon mal auf den Bremsmodus. Entschuldigung. Ah, was klackert jetzt hier schon wieder? Ach so. Das war klar. Ja, bloß nicht abseits gucken. Oh, Increase Break. Bin ich wieder zu viel, oder? Ja. Nicht geil. So, da vorne ist schon Kreuzen. 10:32. Wir sind ganz leicht zu spät. Aber nur leicht. Boah, das ist aber schnucklig, der Bodyübergang. So, nächster Halt, Kreuzen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Glaube ich zumindest. Du bremst aber ganz schön stark runter. Das finde ich interessant. Und kann man da ausweichen? Vermutlich schon, oder? So, gehen wir auch hier mal in die Aufstellung. Yo, kann man. Ja, hab sogar mit der Ausstiegsseite rechts, so wie es aussieht. Bitte einmal anhalten. Jetzt geht vor dem Geländer. Okay, sehr gut. So, hier bitte mal umsehen. Vermutlich das Bahnhofsgebäude. Und nicht mehr sehr viel passiert. Das sieht so aus, als hätte es hier mal Gleise gehabt. Ein Güterverlad oder sowas ähnliches. Sieht man da vielleicht hier noch was? Naja, aber Platz wäre dafür da gewesen. Dass man dann da so weiterfährt und dann da rein. Ja, gut. So, Abfahrt. Nächster Halt, Bayreuth. Endbahnhof. In 12,63 Kilometern, oder? Ja, da müssen wir nichts mehr machen. Dann hätten wir die ganze Strecke einmal abgefahren. Von Nürnberg aus. So, dann gehen wir hier mal ein bisschen raus, dann ist nicht allzu laut. Also mit so richtig Verkehr, glaube ich, wird die Strecke schon Spaß machen. Und Ankündigung für 100. Schau mal langsam hier.
darf es noch sein. Moment mal. Hätte ich hier nicht pfeifen müssen? Habe ich die Pfeiftafel übersehen? So eine Pfeiftafel. War da jetzt eine Pfeiftafel? Ich muss mir das im Video nochmal anschauen. Moment. Hier schon wieder? Achso, ne, hier hat es eine Schranke. Eine echt sehr kleine Schranke. So, jetzt achte ich mal drauf. Boah, ja, da ist eine S-Kurve mit der Dampflok. Oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nee, noch größere Entschuldigung. 90. Also da wünsche ich erstmal sehr viel Spaß, wenn ihr das zweigleisig ausbauen wollt. Wenn das der Abschnitt noch ist oder ob sie da bei dem anderen zweigleisig weiterfahren. Das kenne ich einfach die Strecke zu wenig. Aber hier könnte man auch nochmal ausweichen. Oh, da gibt es sogar einen Bahnsteig. Sieht aber nicht mehr sehr in use aus und da steht auch nichts mehr drauf. Früher einmal. Schade. Da haben die Bauern keinen Anschluss. In 2 Minuten sollte man da sein. Das wird nix. Ich finde es aber schön, dass die ETA einfach total unrealistisch ist. Aber die war ja noch nie wirklich sehr genau. Da war jetzt aber keine Pfeiftafel. Oder ich war zu doof und hab sie nicht bemerkt. Aber ich glaube, da war jetzt keine. Oh, ein bisschen mehr Leistung. Das sind aber viele Blöcke. Oh, Autobahn, so wie es aussieht. Zu- und Abfahrten oder Schnellstraße. Also so wie ich das sehe, sind es einfach nur stellenweise einfach die Sachen ein bisschen eng, aber grundsätzlich hat es da eigentlich nach links und rechts ganz gut Platz, um da ein zweites Gleis zu ziehen, wenn sich das dann wirklich rentiert. Brücken sind da halt echt ein bisschen problematisch. Da kannst du alle neu machen vom Platz her. Ich fahre den Tag schon, wenn dann endlich mal ein Engine-Update für TS Classic kommt. Irgendwann soll sie ja mal kommen. Sie haben gesagt, sie wollen da wirklich was verbessern und eventuell auch noch DirectX 12 mit reinbringen. Da bin ich gespannt drauf. Aber es würde es dann ja schon mal gut tun, wenn sie mal nativ auf den Vulkanrenner umsteigen würden.
Es wird so viel Performance Boost geben, so wie jetzt. Ich mache es ja über den RW Enhancer als Mod. Schön, wenn es 60 FPS, also es wird noch mehr gehen. Aber das wird dem Spiel einfach so viel bringen. So, da vorne ist Bayreuth. Plattform 1. Vermutlich Ausstieg wieder in Fahrtrichtung rechts. Der Bayreuth ist ein größerer Bahnhof. Hello. So, please break. Vielleicht ein bisschen schneller. Ja, hätte ich mir Zeit lassen können. So, schauen wir uns mal Bayreuth an. Ja. Okay, überschaubar. Aber nett. Oh, wir fahren nicht auf die rechte Seite. Interesting. Oh wow, warte mal. Was ist da mit dem Gleis? Mal ganz kurz Pause machen. Was ist denn das für ein Knick? Seht ihr das? Da? Also, wow. Das nenne ich mal Dovetail Games Bauqualitäten. Sieht geil aus. Daumen nach oben. So viel zu Qualitätskontrolle. Soll das eine Dieseltankstelle hier sein? Ja. Okay, ja, tun wir mal die Pause wieder weg. So, soll vielleicht bremsen. Aber das ist jetzt so richtig ins Auge gestochen. Gut, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Brems. Brems, 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 brems. Ach, da ist die Dieseltankstelle. So. Funktioniert die? Oh, die wird sogar funktionieren. Alles klar. Ja, liebe Leute, das war's mit dem kleinen Abenteuer hier. Ja, also ich bleib dabei, die Strecke an sich sieht okay aus mit ein paar Mankel. Ich glaube, wird man jetzt noch ein bisschen genauer hinschauen. Wird man sicher noch Sachen finden. Ich meine, einer hat ja schon gesagt, dass wohl die Magneten teilweise nicht gehen oder nicht scharf sind. Da müsste man halt noch ein bisschen mehr rumtesten. Aber rein so vom Optischen her sieht es okay aus. Es ist halt ein Dovetail Games Ding. Also erwartet jetzt nicht so viel. Ich meine, Rollmaterial, vielleicht wartet man ein bisschen mit dem Kauf, bis für das Rollmaterial entsprechend Community-Patches draußen sind. Und dann passt es hier einigermaßen. Und bis halt hier auch die Fixes für die Strecke an sich kommen. Ja, ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Abenteuer in TS Classic. Bis denn dann. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.